Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Conan Exiles Staffel 2 mit der lieben Kate da unten, da ganz unten. Und ich habe mich zugegebenermaßen ein wenig eingedeckt, was Klamotten betrifft, und habe ein bisschen herumgespielt mit dem Färbesystem und. Sie ist meine Esmeralda. Ich nenne sie Esmeralda und ich bin ihr Quasimodo. In irgendwelchen Baumwolltaschen. Wenn ihr übrigens mal sehen wollt, wie das aussieht, wenn ihr färben wollt, Katastrophe, bis ich Sehr, jetzt alles mal sehr, zusammen habe. sehr schwer. Also, wir Ja. haben jetzt gedacht, wir bauen jetzt noch ein bisschen und Azaris stellt noch ein bisschen was her, denke ich mal. Ja, Wir ich muss haben sammeln. nicht ganz legal gecheatet, weil wir brauchen Sklaven. Und dafür gibt's Iron Walls. So, die werden wir jetzt hier irgendwie mal so festbauen. Ich sammle normal, wie ihr seht. Ja, Azaris macht es normal, aber boah, Iron Walls. Ne, das möchte ich nicht alles sammeln. Wir müssen ja hier unsere Sklaven verpacken. Vor allem das Eisen bräuchten wir noch ein Weilchen. Yep. Außer die liebe Kate möchte wieder in eine Spinnenhöhle rein. Nein? Okay. Also es muss nicht sein. Also. Muss nicht sein. Nein, 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 nein. Noch 500 Steine. So. Oh, gibt es da überhaupt Decken? Ja, Decken nehmen wir ganz normale. Also, so Gruppenhaltung ist verboten, ne? Ja. Gruppenhaltung ist verboten. Ja, das ist. Wir machen hier. Das sieht doch schon mal ganz schick aus. So, hab genug. Ich wollte so einen So. komischen Klobus bauen. Einfach mal gucken, was der so bringt. Wenn ich damit durch die Gegend spawnen kann, voll geil. Ich glaube, Ambiente. Ja, ich glaube auch. Ich bin falsch. Boah, wie die einfach mal voll geil aussehen hier. Die Hütten. Für unsere Achso, das Sklaven. ist ja. Ich muss keine Steine sammeln, ich Vollidiot. Oh, Steine, Gut damit kann denn. ich dich totschmeißen. Nein, 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 danke. Ich habe genug und brauche sie nicht mal. Ich mache jetzt Ziegel draus. Dann tu dies. Wo war der Ziegelding? Außenseite. Ich hoffe, die benehmen sich hier auch. Nicht, dass sie uns dann hier anspucken. Diese bösen. Wie viel wollen wir eigentlich sammeln? Wie viele Sklaven? Schon ein paar, oder? Ja, so viel Käfige, wie ich hier habe. Warte mal. Warum kann ich jetzt hier keine Mauer hinstellen? Hm. So, ich brauche keine Steine, sondern fahren. Mann. Hä? Habe ich doch sicher noch irgendwo so viel Das Scheiße ist gehabt. komisch. Was ist Wieso zur komisch? Hölle kann ich da oben jetzt? Kann kein anderes Objekt überlappen. Ist dieser Baum hier im Weg? Baum verschwinde. Hä? Ich bin just ein little bit überfordert. Moment. Just a little bit, Just a oder? little bit überfordert. Moment. Auch da hinten fliegen wieder Bäume rum. Das So. weiß ich nicht. Jetzt muss ich hier mal gucken. Ach, jetzt verarsch mich hier doch nicht. So, ich muss jetzt mal da runter, fürchte ich. Denn ich glaube, ich habe die Kiste noch nicht ganz leer geräumt, oder? Das geht tatsächlich nicht. Bloß warum? Nope. Nope. Hier Hat's auch damit nicht was die zu tun? Oh, Ostseite. hat's damit was zu tun? Hat's tatsächlich mit den Zäunen was zu tun? Oh, da unten sind noch sogar noch Ziegel und sowas. Es hat tatsächlich was mit diesen scheiß Zäunen zu tun gehabt. Oh, diese Hyäne da oben. Das ist so eine Michael Myers Hyäne. Die ist so furchtbar. Die, ich hasse sie so. Michael Myers macht keine Geräusche. Ja, aber das ist voll der Stalker. Der ist immer da. Immer. Wie kann es sein, dass wir alles haben, nur kein Farm? Weiß ich nicht. Ach, bist du wieder in deinem. Machst du wieder an deiner Modelinie weiter? Nee, ich wollte diesen Globus machen. Dazu brauche ich 500 Farm. Ach, fahren habe ich ein bisschen was, glaube ich. 39 kann ich dir anbieten. Oh ja, gerne. Warte, ich komme mal gefliegt. Ups. Ich schmeiß es mal hier zu diesem Loch. Wo ist hier? Ach da.
Haben wir irgendwo noch ein Fundament oder kann ich mal irgendwie flott mal eins bauen? Natürlich nicht. Aber haben wir hier irgendwie was? Ich brauche ein Fundament. Nein. Aber da wollte ich ja eigentlich einen Baum reinstellen. Der ein bisschen leblos aussieht. Ja, ich habe jetzt einen Oh! Ich habe jetzt einen gefunden, der ist sehr groß. Oh, ich schaue es mir gleich an. Ich muss mal gucken. Oh. Der ist wirklich sehr, sehr groß. Und es ist ein Nadelbaum. Wir laufen hier barfuß rum. Die meiste Zeit, das ist nicht so. Eine, wie heißt eine Konifee? Oh, nerv mich, du kleines Vieh da oben. Das ist so abartig, dieses. Ich hasse es so. Nicht geil, egal wie oft wir es töten. Oh, es ist geil. Siehst du den Baum? Ja. Ist der ein bisschen groß? Oh. Ich würde sagen, die Aussicht ist ein bisschen schön für unsere Sklaven, oder? Zumal der hier reinwächst in die Gefängnisse. Weg damit! Gut, ich wäre dann da noch. Oh, ich habe doch bestimmt irgendwo noch eine Decke oder einen Boden. Gib mir mal ein paar Steine. Wir machen jetzt hier einfach mal. So, ich brauche immer noch Farn. Unglaublich viel davon. So, machen wir den Baum. Vorsicht. Diese Hyäne, wie ich sie hasse. So. Hallo, Spiel. Ja, hallo. What the fuck? Ich spawne durch die Gegend. Das ist schon wie bei DBD. Oh, dieses Tier. Töte es! Töte es! Ich dachte auch, dass ich eine Feuerpfeile habe. Oh, jetzt kommt das nächste Scheißvieh hier angerannt. Ist zum Explodieren oder töte es oder. Hä, warum ist hier die Tür auf? Mach die mal zu. So. Das war ich, glaube ich, auszusehen. Oh, jetzt zieht sie mich wieder mit. Ah. Oh, jetzt ist wieder Ruhe da oben. Jetzt fängt es gleich wieder an. Ja, ja. Was sammelst du immer noch fahren? Ja. Oh, jetzt habe ich aber Mahlzeit. Keinen mehr. Also das muss ja ein echt leckerer Snack sein, wenn du das so oft schnabulierst. Ich hatte halt gerade ein paar davon in der Tasche. Oh ja, warum denn auch nicht? Ich meine. Wo genau an ihr diese Taschen sind, will ich gar nicht so genau wissen. Nee, weil man sieht sie irgendwie nicht. So, die Zellen sind verschlossen. Aber keine Sklaven drin. Warum ja immer das mit diesen Zäunen jetzt dann nicht geklappt hat, das fand ich jetzt ein bisschen merkwürdig. Aber gut. Muss mal gucken. Das war jetzt diesmal aber nicht. Nee, das war ich. Oh geil, wenn ich aus meinem Zimmer rausgehe, komme ich direkt zu den Sklaven. Gut, die morgen. Ja, aber ist doch cool, du kannst die dann, wenn du hier so vorbeigehst, dann fangen die alle an zu tanzen. Hier kommen nur Tänzer oben rein. Oh geil. So, dann für deinen persönlichen Pole Dance. Jetzt habe ich gleich ein Problem. Ich krieg keinen Faden mehr. Hier fehlt auch ein Stück Zaun. Was ist denn hier los? Bist du hier wieder besoffen durch die Gegend gerannt, oder was? Nein. Alles abgerissen. Das war diesmal nicht ich. Ja, ist hier wieder besoffen durch die Gegend gerannt. Das war Alfred. Alfred aus dem Dschungel. Machen wir mal. Achte. Habe ich irgendwas in der Tasche, was ich essen könnte? Kann man das essen? Kann man denn irgendwas essen? Gibt es hier irgendwo was zu essen? Also ich habe ganz viel Würmchen. Ich frage dich nur echt ungern, aber kann ich so ein paar Würmchen haben? Ja, wo komm bist her. Du denn? Hinten raus. Das kommt das leckerste Essen überhaupt.
Seitdem ich auf High gedreht habe, sehe ich nicht mehr die Würmer mal im Gras. Aber da dürften auch irgendwo ein paar rumliegen. Wow, die machen ja voll satt. Ja. Da habe ich direkt Gänsehaut. Ja, hier sind keine Würmchen. Diese Hyäne dort oben. Kann ich irgendwie noch was sammeln? Was gibt's hier oben so? Oh. Ja, dann spring doch hier runter, du dummes Ding. Komm, trau dich. Ich komm nicht zu dir nach oben. So. Ich hab's bald. Dann wird's ein bisschen spannender als das blöde Pflanzenfass. Überlegen, was wir hier. Eine Handvoll Insekten. Ich hatte wieder 19 Stück. Ach, nee. Nee, lass mal. Ich bin noch satt. Sagt, ist sie halb verhungert. Ja, meine Kehle ist völlig ausgedörrt von den trockenen Dingern. Ich springe jetzt ins Wasser. Ja, ich merke, du ziehst dich etwas mit. Ja, mein halbes Leben verloren, weißt du, aber Hauptsache, ich habe keinen Durst mehr. So. Ich habe schon genug. Geil. Das ist ein bisschen tief, oder? Wollte ich da noch eine Treppe hinbauen? Weiß ich gerade gar nicht. Schon ein bisschen Hunger. Und da ein bisschen Stein hier. Was? Kein Stein mehr? Wo haben wir denn noch Kisten mit so einem Schampel? Tja, das habe ich mich auch gefragt. Schau mal unten. Beim alten Lagerfeuer unten. Alten Lager. Oh, hier sind Farben und Knochen. Da wirst du nichts finden, da war ich schon. Ich gehe mal da nach unten gucken. Kann sein, dass ich dich gleich mitziehe. Doch hier irgendwo was sein. Ach, hier sind die Betten. Oder ist es meins? Das ist deins. Ich hab meins schon. Oh ja, dann muss ich mich ja hier mal häuslich einrichten. Ja, das habe ich nicht bereits getan. Ich habe sogar einen Stuhl und einen Tisch und einen sehr großen steinigen Tisch. Da wollte ich irgendwas draufstellen. Was bei mir bei Ikea ohne mich? Kannst du nur. Sind ja gar keine Steine. Ich war nicht bei Ikea, ich war bei Konea. Konea? Ja, ich war bei Konea. Cool. Oh, ich klaue mir hier mal einen Maiskolben. Den werde ich gleich mal essen. Und eine Karotte. Oh, guck mal die! Was war jetzt? Oh. Ich habe mir da in Ruhe Dings gepflückt, so ein Karötchen, und dann kommt da einfach mal so ein Krokodok. Aha, der Globus ist also tatsächlich nur Dekoration. Okay. Ist okay. Aus, Kroko, das ist nicht nett. Was liegt denn hier wieder für ein Säckchen rum? Samen. Das ist ein Pine Red. Knochen. Knochen habe ich irgendwo gesehen. Oh, unten in der Kiste ganz viel. Ja. Und da, wo das Färbemittel drin ist, da ist auch einiges. Oh, da ist tatsächlich ein Krokodil. Ist ja schön. Ich brauche Steine. So, das Krokolein ist wieder tot. Das streckt erstmal alle Viere von sich. So, kann ich jetzt mal hier so eine Treppe bauen? Ich glaube, ich werde zwei brauchen. Oh, perfekt. Ich kann sogar zwei herstellen. Ja, einer von mir. Oh, wo blockiere ich den Weg? Hä? Bin ich zu dick? Ja. Mhm. Dann gib mir halt nicht so viel fette Insekten. Wo wollte ich denn hin? Hier. So, wir bauen jetzt Treppchen.
Weh, das geht nicht so, wie ich das möchte. Warte mal. Bin mal gespannt, was das für ein Zeug jetzt ist, was ich hier gecraftet habe. Kommst du jetzt hier? So. Ja, das ist doch ganz schick. Schick. Aha. Schön. Aha. Kleine Bücher als Dekoration. Süß. Mhm. Ich will jetzt erstmal mein Bett da oben. Boah. Oh. Ich habe gedacht, ich kann in Ruhe stalken, aber du bist ja da. Wo ist mein Zimmer? Wir haben tatsächlich schon ein bisschen länger nicht aufgenommen. Ist das hier mein Zimmer? Ach ja, hier ist mein Zimmer. Machen wir die Tür hier zu. Ich möchte jetzt mal ein bisschen alleine sein. Privatsphäre und so. So. Ich habe ein paar Bücher verteilt, das heißt, die aus vielleicht gebildet. Ein paar Poster wären cool, aber ich fürchte, da werde ich, ja. Aber dann kann eine Flagge herstellen. Was ist das? Dieses Bett ist einfach monströs. Was ist das? Ich habe hier ein kleines, klitzekleines Etwas und ich fände total lustig, wie ich rausfinden würde, was das ist. Ich gebe dir mal was. Ich gebe dir mal was. Okay. Hä? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es sieht für mich so ein bisschen danach aus, als ob das irgendwas mit der Map zu tun hätte. Das kann natürlich sein. Das sieht für mich so aus, als ob das irgendwelche Markierungspunkte wären. Oder was soll das sonst sein? Jetzt geht's von meinem Bild wieder, Bildschirm wieder nicht weg. Oh. Hä? Was ist jetzt hier? Warte mal, ich versuche das mal. Wo komme ich denn hier runter? Weißt du, ich habe das Haus gebaut und ich habe einfach keinen Plan, wo es hier runter geht. Ich habe es gefunden. So, kann ich das hier draußen irgendwo... Ich setze das jetzt mal hier hin. Hä? Was soll ich denn jetzt gerade herstellen? Ach ja, Flaggen. Spaß mit Flaggen. Ich habe das jetzt hier draußen hingelegt. Und was kann man damit machen? Interagieren. Sieht aus wie ein Stück Silber auf warmem Sand. Also es war eine sehr, sehr unnötige Erfindung, dieses Ding, was auch immer sein mag. Oh, Storage Cupboard, auch geil. Aber das wollte ich nicht. Ich wollte das. Oh. Oh, ich habe Fleisch. Woher denn? Weil ich einmal dieses Tier geschlagen habe? Ja. Gibt es hier irgendwo ein Feuer, wo ich das reinschmeißen kann? Kann ich das eigentlich hier reinschmeißen, das Fleisch? Hm, hier oben ist kein Lagerfeuer, ne? Nee, ich glaube noch nicht. Werde ich das mal da unten hin packen. Wir müssen da mal gucken, wo wir uns irgendwelche Tänzer auftreiben. Oh, wir brauchen nämlich ganz schön viele. Aber du solltest vielleicht mal gucken, was wir für dieses Rad der Dingsbums brauchen. Ich gucke jetzt auch mal. Ach Gott, das Rad der Schmerzen. Ah, Candle Campfire Grill, den wollte ich herstellen. Stimmt, wie steht's denn mit diesem Gedöns, was ich dafür brauche? Wo ist denn das Rad der Schmerzen? Ach du Scheiße. Ich weiß nur, es war sehr groß. Es ist hier ein einfaches Rad der Schmerzen und dann gibt es irgendwie noch so das große Rad. Ja, in der Tat. Und ich glaube, am einfachen konnten wir tatsächlich bloß einen dranlegen und an das große waren es, glaube ich, 4 oder so? Oder 5? Weiß ich nicht. Das werden wir aber, glaube ich, in der nächsten Folge dann mal rausfinden. Ich werde jetzt noch zu Konea fahren, mir so ein paar Möbel noch kaufen. Weil nur das Bett ist ein bisschen low. Wer so hart arbeitet, darf auch ein schönes Zimmer haben. Oh, wie ging das mit dem blöden Stahlherstellung schon wieder? Ah, lange Pausen sind nicht gut. Wir haben tatsächlich lange nicht mehr aufgenommen. Wie lange war das denn? 2 Wochen? Lang. Zwei, drei Wochen? Lang. Ja, wir sind fleißige Bienchen und nehmen immer im Voraus auf. Und jetzt drückt der Schuh ein bisschen, deswegen kommen jetzt neue. Weil die Folge, die wir jetzt aufnehmen, ist für... Den 5., gell? Ja. In 3 Tagen. Ja. Also ziemlich aktuell. Ein Dachboden. Dachboden.
So, dann würde ich sagen, machen wir hier mal ein Päuschen. Oh, ich gehe da jetzt rüber und metzel die Hyänen ab. Und dann ziehst du dich mal an, dass wir mal zu Konea fahren können. Und dann sehen wir uns in der nächsten Runde wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao, ciao.